10 geniale Thermomix-Reinigungstipps, die du unbedingt kennen musst. Kennst du das? Dein Thermomix hat seinen Glanz verloren oder der Mixtopfdeckel riecht nach Zwiebel, obwohl du ihn gerade erst gereinigt hast. Vielleicht ist dir auch der Milchreis angebrannt und du fragst dich, wie du das wieder rausbekommst, und zwar ohne stundenlanges Schrubben. Dann habe ich hier die Lösung, denn in dieser Folge verrate ich dir meine Top 10 Reinigungstipps, mit denen dein Thermomix wirklich wieder glänzt wie neu. Und das alles super einfach und schnell. Wir behandeln wirklich alles, vom Mixtopf bis zum Grundgerät und dem Deckel ist wirklich alles dabei. Starten wir mit dem Grundgerät. Das ist ja das Einzige, was nicht in die Geschirrspülmaschine darf. Und ich reinige das am liebsten mit Glasreiniger und einem Baumwolltuch. Alternativ funktioniert es natürlich auch mit einem Mikrofasertuch. Wichtig ist auch wirklich, dass du hier unten das nicht vergisst. Und zwar unter diesen Gumminupseln sitzt ja die Waage. Das heißt, es muss wirklich immer akkurat sauber sein, weil sonst wiegt die auch nicht genau. Und hinten am Gerät siehst du ja auch dieses silberne Lüftungsgitter. Auch das kann man entfernen und dahinter wirklich mal alles reinigen. Vielleicht auch mit ein bisschen Sakrotan. Hilft auf jeden Fall. Kommen wir zu Tipp Nummer 2. Den Greifarm beim Thermomix. Da ist ja auch immer gerne so ein bisschen was versteckt hier in dieser Mulde. Entweder Mehl oder vielleicht irgendwas von der Suppe. Kennst du bestimmt. Dafür gibt es aber wirklich hier so spezielle Reinigungsbürsten, mit denen ist das super schnell wieder weggeschrubbt. Alternativ kannst du es auch einfach mit einer Zahnbürste machen. Also wenn du das nächste Mal in der Drogerie bist, nimmst du einfach eine Zahnbürste mehr mit. Alternativ kannst du aber auch einfach ein Mikrofasertuch nehmen, einfach ein bisschen feucht machen und dann kann man das hier so hin und her ziehen und dann glänzt das wieder wie neu. So, das waren ja jetzt die leichten Fälle. Jetzt kommen wir mal zu den hartnäckigeren Fällen, und zwar eingebranntes Mixtopf. Kennst du vielleicht, wenn du Milchreis gekocht hast oder so Käsegerichte? Kriegst du super einfach wieder weg. Entweder du nutzt hier den Vorspülmodus im Thermomix. Mein Lieblingstipp, du machst Wasser bis oberhalb des Messers in den Mixtopf, gibst einen Spültab hier dazu und kochst das Ganze für etwa 10 Minuten auf. Auf 100 Grad Stufe 2, dann kannst du es wirklich problemlos entfernen und kannst dann einfach nochmal mit so einer Reinigungsbürste darüber gehen. Alternativ kannst du auch einfach Backpulver auf die Stelle geben, gibst ein bisschen Wasser dazu, lässt das Ganze 30 bis 60 Minuten einwirken und spülst es dann einfach nochmal mit klarem Wasser aus. Und machen wir weiter mit Tipp Nummer 4, das betrifft das Mixmesser, denn das sollte wirklich regelmäßig ausgebaut werden. Und dann kannst du das einfach von unten nochmal schrubben mit dieser Reinigungsbürste. Alternativ kannst du auch einfach den Mixtopf auseinanderbauen, das Messer entfernen und alles in der Geschirrspülmaschine reinigen. Kommen wir zu Tipp Nummer 6. Wie bekommst du Verfärbungen aus dem Varoma oder auch vom Mixtopfdeckel weg? Kennst du vielleicht, du hast einen Curry gekocht oder eine Tomatensauce? Dann verfärbt sich das Ganze ja gerne mal. Kein Problem, das verschwindet auch von alleine nach ein paar Spülmaschinengängen. Alternativ gibt es echt einen Tipp, leg das einfach in die Sonne und die Verfärbungen verschwinden wie von Zauberhand. Machen wir weiter mit Tipp Nummer 7, Gerüche aus dem Thermomix entfernen. Kennen wir alle, weil manchmal riecht der Mixtopf so ein bisschen nach Zwiebel oder Knoblauch. Und da gibt es einen ganz einfachen Tipp. Du mahlst einfach Kaffeebohnen, und zwar so 20 bis 30 Sekunden auf Stufe 10. Lass das Ganze gerne dann einfach über Nacht stehen und am nächsten Tag sind die Gerüche auf jeden Fall verschwunden. Machen wir weiter mit Tipp Nummer 8, Teigreste vom Messer entfernen. Du hast gerade einen schweren Hefeteig gemacht und da klebt noch so ein bisschen Teig am Messer. Auch da gibt es einen ganz einfachen Trick. Einfach für etwa 10 Sekunden nochmal auf Stufe 10 oder ein paar Sekunden auf Turbo drücken. Dann fliegt das nochmal alles so vom Messer weg an den Rand und du kannst das Ganze nochmal richtig gut mit einem Spatel sauber machen. Machen wir weiter mit Tipp Nummer 9. Das sind so ein paar Reinigungstipps, wie du deinen Mixtopf ganz einfach reinigen kannst. Tipp Nummer 1 ist wirklich hier mit einem Radierschwamm. Den ein bisschen nass machen und einfach sauber machen. Das geht von innen und von außen. Wichtig ist auf jeden Fall, dass du damit nur den Edelstahl behandelst und nicht die Kunststoffteile. Alternativ kannst du auch ein Peeling aus Eierschalen machen. Das heißt, wenn du mal backst, machst du die Eierschalen bitte nicht weg, sondern spülst die aus, lässt die trocknen und pürierst die einfach. Das ist wie so ein natürliches Peeling für den Thermomix.
und danach glänzt dein Mixtopf wieder wie neu. Alternativ kannst du auch einfach eine Zitrone verwenden. Einfach halbieren, rein in den Thermomix, 30 Sekunden auf Stufe 10 zerkleinern. Auch das ist so ein natürliches Peeling für den Thermomix und geht super einfach und auch danach glänzt wieder alles wie neu. Und Tipp Nummer 10 ist für TM31-Besitzer. Wirklich immer regelmäßig einfach auch mal den Dichtungsring entfernen und waschen und ihn auch regelmäßig austauschen. Und ich bin gespannt, ob du alle 10 Tipps kanntest. Schreib es unbedingt unten in die Kommentare. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao.